Willkommen zurück zu Fallout New Vegas. So, wir waren stehen geblieben bei Deputy Beagle, aber eigentlich war ich schon draußen, habe aber vergessen zu speichern. Ich hatte noch ein paar neue Mods mit drauf gemacht. Ja, Erklärung. Ich hatte Old World. World Blues hatte ich mit dabei. Dann hatte ich noch eine Modifikation, da kannst du dein eigenes Geschäft aufmachen. Was war es noch? Oh. Mist. 211. Wie viel Energie haben wir denn voll? Ups. Na, das wollte ich natürlich nicht. Na gut. Gut, dann gehen wir erstmal wieder raus. So. Old World Blues fügt ein paar Orte hinzu, wo, was ich glaube ich schon mal erzählt hatte, wo es ein paar größere Monster oder Tiere gibt. Glaubst du? Kann wohl nicht wahr sein. Und ein paar Räume, wo man gutes Zeug finden kann. Bitte 10 mm. Nichts zum Reparieren, leider. Ach Mist, das haben wir trotzdem überladen. Schmutziges Wasser. 2 Gewicht. Achso, alle. Okay. Sunset. Ich glaube, wir waren sogar schon zurückgereist zu unserer Unterkunft und hatten eigentlich ein bisschen Zeug weggebracht. Auch als Mod hatte ich Underwater Home. Jetzt haben wir es. Wer schießt? Ach, hatte ich jetzt. Oh, jetzt muss ich nochmal rein. Ich habe mit dem Beagle nicht gequatscht. Dieser Tran. Habe ich ein Stimpack? Ach, der grüne neuen. So. Jetzt ist er wohl gestorben. Es ist ja sehr ungewöhnlich. Die Pulverbanditen haben heute Besuchung bekommen. Es gibt wohl für alles ein erstes Mal. Diese kernharten Kerle müssen Großkarne sein. Ich erkenne sie an den komischen Helmen und den Lederwesten, von denen ich gehört habe. Was sie wohl mit dem adretten Gentleman in dem karierten Anzug zu tun haben. So eine Anzüglichkeit würde mir auch gefallen.
Sie reden davon, nach Süden zu gehen, in Richtung Nipton und dann weiter nach Westen, nach Novak, wo Sie jemanden treffen wollen. Ich könnte Ihnen, vermute ich, mutlich folgen, wenn nötig, aber Prim braucht mich, sonst sorgt hier niemand für Ordnung. Oh, ich glaube, Sie haben mich entdeckt. Na gut, ist halt gestorben. Kann ich es auch nicht ändern. Cowboy-Repetierer, nicht zum Reparieren. Huch! Ja, damit! Ah, okay. So. Werde ich nochmal die Beine in die Hand nehmen. Und wie gesagt, Underwater Home hatte ich als Mod noch. Mir gefällt aber dieses Hideout, heißt das glaube ich, ein bisschen besser. So, Daten, Weltkarte. Pum. Wir waren doch sogar schon hier unten, das gibt's doch überhaupt nicht. Moment, ich werde mal hier speichern. Werd mal gucken. Nur Passage nicht. War das der Spielstand? Ich werde mal den anderen laden, um zu gucken, nicht dass ich jetzt extrem durcheinander bin. Ach, jetzt kommen noch mal die Mods, genau. One Shop. Was ist das? Ach, das ist hier das Arsenal. Das ist Own Mod. New Vegas Trade Center. Ach ja, genau, das hatte ich auch neu. Da kann man noch ein paar Quests erledigen. Old World Blues Armor Sorting. Okay. Check Pip-Boy and discover it's receiving a weak signal. Okay. Blue Z. Keine Ahnung, was das ist. Man kann ja einfach mal nicht Munition. Aufgaben. Reisen Sie zum Canyon-Wrack in der Nähe von Pym und betreten Sie die Kluft. Okay. Ah, okay. Mich schon gewundert. Ich weiß halt nicht, ob das noch der richtige Spielstand ist. Nicht, dass mir so viel verloren gegangen ist. Ich muss schnell mal hier unten rein und gucken. Hier ist gar nichts. Doch hier. Das ist natürlich so eine Frage. Halt. Gucken wir nochmal auf die Weltkarte. Nee. Nee, nee, das ist auf keinen Fall der richtige. Das ist ganz schlecht, wenn mir so viel verloren gegangen ist. Gut, dann müssen wir ab hier weitermachen. Leider. Ach Mist. Bestimmt beim letzten Mal vergessen zu speichern. So, wir wollten erstmal schnell zurückreisen. Wenn Feinde in der Nähe sind. Thank you.
fällt natürlich extrem. Und wir gehören auch zu einem Mod. Patronen, die wiegen nicht. A-Klammer. Haken. Da bin ich nämlich trotzdem nicht überladen. Ich renn mal ein Stück weg. Hier irgendwo ist noch einer. Oh, hier. Das kenne ich auch noch nicht. Haken. Ah, Mist. Haben wir denn irgendwas da, um schnell mal... Nein. Whisky. Stärke plus 1. Dann kann man nämlich 220 tragen. Ist da jemand? Na, reicht schon? Hatte ich das nicht irgendwie vielleicht mal auf eine Nummer gelegt? Kann ich doch bestimmt, ja, kann ich mitnehmen. Und die neuen auch. Sehr schön. Sind jetzt alle weg, damit ich reisen kann. So, hier müssen wir hin. Yep. Ja, sehr schön. Das wird ein bisschen länger jetzt, bis wir unten angekommen sind. Aber ist okay. So, wir fangen hier an. Eins. Das ist nicht so viel. Nee, da wollen wir noch nicht hin. Nein, da. So, Sort. Schmutziges Wasser? Mehr nicht. Das ist schwach. Naja, gut. So, das hier. Das. Handzeigen. Ah, schön. Es füllt sich langsam. Fehlt hier eine Scheibe. Na ja, gut, wir gehen schnell nochmal hier rein, heilen uns. Ja, wie gesagt, ich kann nicht so gut Englisch, deswegen drücke ich manchmal irgendwas. Kann ja einfach mal gucken. Ja, sehr schön. So, wir laufen weiter. Können ja noch mal hier gucken, ob wir noch irgendwelche Plans haben. So, ein Pflanz, no plants. Okay, dann eben nicht. Essen sortieren. Dann anzeigen. Oh, eine Dose. Aber wir können schon mal wieder rennen. So. Kann ich eigentlich mal offen lassen hier die Tür. So, dann werden wir hier die Munition sortieren. Und natürlich anzeigen, damit wir dann einfach nur hingehen müssen und können uns das Zeug wegnehmen. Sehr schön. Das ist nicht so viel, aber ist okay. So,
So, einsortieren. Schöner Flammenwerfer. Alles Zeug, was ich nicht wegtun kann. So, das sortieren wir. Das sortieren wir. Das auch. Okay. Nur ein Millimeter. Die Magnum, die wollten wir wegtun. Also 9 mm, 308er, 5,56. Hier haben wir die 9er. So, 308er. Oh ja, die jetzt wieder. Wieso zeigt er mir die nicht an? Ich hab doch aber welche. Na gut, das ist nicht die Welt. Das reicht wahrscheinlich noch nicht, um hier ein Paket anzuzeigen. So, da werde ich von dem Enel angeschrieben. So als kleine Information, bei dem Enel läuft auch Fallout 3, falls ihr das auch gucken wollt. Aber in der Vanilla-Version, also ohne Mods. Falls ihr euch erst über Fallout 3 begnügen wollt und dann bei mir weitermachen wollt. Ja. So, was wollte ich denn jetzt machen? Mal hier reingucken. Waffen, ich muss was ablegen. Ja, Explosiv-Storage, wieso sind da... Ach, okay. Fünf Millimeter. Ach so. Wir gehen mal schnell die. Hallo? Jetzt. Schnell die Snoopy weghängen. Snappy. Snoopy. Geld werden wir ablegen. So, was haben wir hier noch? Was hat er denn jetzt abgelegt? Was? Alle Waffen? Nee, nee, so nicht. Die will ich wieder haben. Die Pinpoint, die Wasco. Ach, okay, das ist so eine Art... Okay. Wie Platz für alle Waffen, also jetzt nichts Mod-Waffen und so weiter und so fort. So. Wir haben heute noch nicht viel geschafft, merke ich gerade. Dich auf die 1, dich auf die 3. Nein, dich auf die 3. Und dich auf die 4. So. Jetzt holen wir uns noch ein bisschen Sunset Suspola. 6 Stück müssten reichen. Ach, ich bin doch so beknattert. Falsche gedrückt. So. Jetzt gehen wir, machen wir mal weiter. Sonst wird es gar nichts mehr. Ich hätte natürlich auch erstmal weiterspielen können. Ohne Aufnahme. Wir reisen nach Lipton, können wir ja nicht. Also müssen wir wieder
nach Pyrm und reisen dann weiter. So, mal ein Schlückchen getrunken. Wieso? Das ist nicht euer Ernst. Jetzt habe ich keine Munition. Ja gut, ich beende erstmal die Aufnahme und spiele noch das bisschen dann weiter. Ich danke erstmal fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge.